Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video, ein Unboxing. Ich habe hier ein Paket, das kam heute, das werden wir jetzt mal unboxen und das Hardware-Video werden wir wahrscheinlich auch so machen müssen. Der Tiger ist auch wieder da, weil das schon etwas größer ist und das halt nicht von oben gefilmt werden kann. So, Tickerchen, Vorsicht. Ja. Ja, der ist gerade sehr liebebedürftig. Erstmal gucken, ob es das ist, was ich denke, was das ist. Ja, ist es das? Oh Gott. Oh, ich habe es mir aber nicht so schwer vorgestellt. Ah. Gott sei Dank habe ich die Pappe noch nicht runtergebracht. Energiesparstufe E. Ist die Lampe. Oh. Ach, hier vorne sieht man sie auch. LED Floor Lamp. Oh Gott. Da sieht man sie. Da ist so eine Standlampe. Die haben sie in bunt und in bunt mit Farben. Da mache ich auch ein Zusammenbauvideo am besten. So, hier könnt ihr sie aber mal sehen, wie sie aussieht, wenn sie zusammengebaut ist, praktisch gesehen. Also hier oben zwei verschiedene Sachen, die geschwungen sind. Standfuß. Ah, das haben wir so jetzt einzelnes. So, dann seht ihr das hier. Das ist halt, Vorsicht, so rund. Ja, aber man kann die halt unabhängig voneinander drehen. Der Kabel ist auch schon drinne, alles. Muss das jetzt hier nur rausholen. Da haben wir hier einmal so ein langes mit den ganzen Rohren. Ich kann euch das leider nicht von oben zeigen, weil ich sonst nicht dazu komme, das vernünftig auszupacken. Dann haben wir eine Fernbedienung. Die kommt mir vom Design auch bekannt vor. Batterien weiß ich jetzt nicht, ob die drin sind, aber ich habe ja welche. Und der Stromkabel. Und dann brauchen wir ja noch einen Standfuß. Ach, der ist unten drunter. Oh Gott, ist der schwer. So. Kann das auch weg? Das auch. Ja. Und jetzt haben wir praktisch einen mordschweren Standfuß. Klar, ist ja auch so logisch, damit die Lampe nicht umfällt. Hier unten soll wohl wahrscheinlich der Stromkabel denn rein, so wie das aussieht. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja eine Anleitung mit bei. Wir haben eine Fernbedienung. Ich gucke auch gleich mal rein, ob Batterien drin sind oder nicht. Entschuldigung. Nein, es sind keine Batterien drin. Also müssen wir noch Batterien reinmachen. Ach, Gott sei Dank, wenigstens nicht verklebt. Dann haben wir ein Stromkabel, der aber ziemlich kurz ist. Ziemlich, ziemlich kurz. So. Und wie gesagt, halt das ganze lange Ding. Ach nee, hier ist noch ein Adapter. Hier unten ist der Adapter. Also ist doch ein bisschen längerer der Kabel. Gut, das ist super. Und wir haben eine Anleitung.
Die ist insgesamt 1,75 Meter hoch, also insgesamt 1750 Zentimeter, ne, Millimeter. Ne, die wäre mit Zentimeter wäre ja höher. Mensch. Wir haben hier mehrere Zwischenstücke. An der Lampe soll hier auch irgendwo ein Bedienteil sein. So wie das aussieht. Das gucken wir uns dann nachher an, wenn sie aufgebaut ist. Haben wir eine Fernbedienung, Steckdose. Ach, hier haben wir so ja Deutsch. Benutzerhandbuch, na siehst du. Fünfzig bis 60 Hz. 3000 K bis 6000 K. Ja, würde ich sagen, das werden wir dann gleich mal sehen. Steht dann auch da, wie wir sie zusammenbauen sollen. Set 1, Set 2, Set 3, Set 4, Set 5, Set 6. Also wir sollen erstmal die einzelnen Rohre machen und das mit dem Strom soll der letzte sein. Step 6, Step 7. Zweimal Step 6. Nee. Doch. Das untere Teil und das Raufschrauben ist Step 6. Und Step 7 ist dann halt mit dem Strom verbinden. Ja, dann würde ich sagen, mehr ist da halt leider nicht zum Unboxen. Sieht auch ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wenn wir das aufbauen werden und anmachen werden und gucken, wie es ist. Ich muss mir dann noch Batterien holen. Und dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Bis gleich, ahoi, sagt euer Odin. Meine Stimme geht schon wieder weg. Entschuldigung. Bis gleich, ahoi, sagt euer Odin.